Hallo wieder bei, ich wollte gerade sagen Amnesia, aber das ist natürlich The Park. Und wir sind so ein bisschen in einer Zeitschleife gefangen und kommen nicht wirklich vorwärts, weil wir immer wieder in die gleichen Räume kommen, die sich allerdings immer leicht verändern. Und deswegen sind wir mal gespannt, wie es dieses Mal aussieht. Immer noch das Buch, aber jetzt ist die Schublade rausgerissen und da liegt ein Letter. Oh Leute, und das kann ich nicht wirklich alles lesen. When we go for the drink, we go better. What mind? Achso, nee, den hatten wir schon. Das ist der Brief. Ach, ich drück schon wieder Escape, ey. Das ist der Brief von unserem Ehemann, der ja verstorben ist beim Unfall. Wobei Unfall auch. Naja, wahrscheinlich war es ein Unfall, sagen wir es mal so. Ja, das sind die Bücher. Die Mütze ist weg. Nee, die liegt da jetzt auf dem Boden. Und ist blutbeschmiert. Ah, ist nicht so schön. Was ist mit dem Würfel? Her lie. Her lie. See her try. See her cry. Oh, bye bye. She say lie. Her lie, her why, see her try. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber die Bilder sahen schon mal besser aus. Und auch der Sohn und seine Mutter sahen mal besser aus. Creepy, creepy. Sind das andere Pillen? Okay. Show yourself. Okay. Davon stand da, stand unser Sohn. Tut er jetzt nicht. Mehr Pillen. Und Tickets zum Atlantic Highland Park. Und was ist denn Zoolift Prescription? Das steht da immer öfter drauf. Was haben wir heute hier drinne? Ja, ein lecker Bild. Und Wein. Die geht immer noch nicht auf. Hier ist irgendwas eher Unschönes passiert. Hier liegt ein Buch. History of Solomon Island. Ja, das ist die Insel, auf der wir sind. Da sind noch Pillen und ein Zettel. Das hatten wir schon. Okay. Er ist nicht oder sie ist nicht weggelaufen. Der Vater hat sie mitgenommen. Und jetzt ist die Tür schon offen. Hatten wir schon. Und das ist doch garantiert der Vater. Kannst du mir doch nicht erzählen. Und ein neuer Durchgang. Die Tür geht schon wieder nicht auf. Die auch nicht. Die wie immer schon. Und irgendwie wird der Raum immer seltsamer, kaputter und jetzt hängen hier Babys an der Decke. Was irgendwie krank ist. Sollte ich mir das doch nochmal angucken? Ja, aber da ändert sich nichts dran. So, die Lampe liegt am Boden. Hier kann ich nichts machen. Das Buch hat sich auch nicht verändert. Hier liegen kleine Babypuppen überall rum. Die Bilder werden immer schrecklicher. Ein Foto. Das sind wir und vermutlich unser Ehemann. Ja, Don und Laura. Ne, oder ist. Ja, sind wir jetzt. Ne, wir sind ja also Lorraine. Aber das ist auf jeden Fall unser Ehemann gewesen. Okay.
Die Mütze ist immer noch blutverschmiert. Und der Würfel ist auch nichts Neues. Und diese Baby, warum müssen die denn auch noch ohne Augen da sein? Ach, die sehen doch, das ist doch, nicht schön, sowas. Es werden noch irgendwie immer mehr Pillendosen. Können wir damit nichts machen? Okay, der Kühlschrank steht. Ein zweiter jetzt da. Babykopf im Kochtopf. Es steht Neues auf der Shoppinglist. Ja, nur noch Zulif Prescription. You are alone. Nobody loves you. Callum is no longer who he once was. Okay, Callum ist nicht mehr der, den wir kennen. Ja, möchte ich mitnehmen, bitte. Eispickel. Zeichnung. I love you from Callum. Die hatten wir schon gelesen vorhin. Das war von Callum an seine Mutti. Also uns. Und das würde ich so gerne mitnehmen, bitte. Aber jetzt ist endlich hier mal eine Tür aufgegangen. Und natürlich gehen wir da mal durch. Und da ist die Tür auch wieder zugegangen. Und hier ist es so dunkel wie im Bärenarsch. Okay. Ja. Von da kommen irgendwie... ich wollte gerade sagen Schritte, aber das sind keine Schritte. Das sind definitiv keine Schritte. Ja, der took me. Mehr Babys. Okay. Also ein Brief an uns. As we agreed in our meeting today, we considered you'd be bad shit fucking insane. Let's be clear, you are no way sound of mind and body, and you are a danger to everybody around you. Please note that your only escape from this should be drugs. Shitload of them. Smoking, snorting, oral interventions, intravenous, take them anywhere you can, as often as you can. That shit can only make your life better. In case there was any doubt, you are suffering a relapse and nobody really cares. Nobody can help you now. Don't fuck this up. Dr. Sport, Spock, Dunwich Medical. Okay, ich habe schon wieder Escape gedrückt. Ja, das ist ja freundlich. Da sagt uns der gute Arzt, dass wir einfach mal völlig total einen am Sender haben. Und uns eigentlich keiner mehr helfen kann. Ja, das ist wieder zusammengesetzt. Das ist durchgestrichen, verständlicherweise. Das ging da nämlich um unser Erbe. Die geht schon wieder nicht auf. Die auch nicht. Dann ein neuer Durchgang. Okay, die Babys sind wieder verschwunden. Ich weiß auch nicht, was das hier überhaupt bringen soll, ehrlich gesagt. Okay, jetzt ist hier wieder... Warum blutet denn jetzt die Wand? Oh Mann, ey. See her lie, say bye bye. See her cry, see her try. Ask her why. See him die. Ach du Scheiße. Show yourself. Ja, der ganze Raum fängt an zu bluten. Und da hängen Leute an der Decke. Warum hängen da jetzt auch einmal Leute an der Decke?
Und das sind wir. Das sind wir, die da an der Decke hängen. Wir sehen genauso aus. Beziehungsweise das ist diese... Ja, das sind unser Mann, unsere beste Freundin und wir. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber es ist... Ja, es war so klar, dass es eklig wird. Und was geht jetzt ab? Okay, die Tür geht wieder nicht mehr auf. Das Baby verbrennt. Alles fängt an zu bluten. Da geht's nicht durch. Alle Räume bluten. Naja, der hier nicht. You will watch me rot. Okay, du wirst sehen, wie ich verrotte. Das zum Thema Happy Carrot. Okay, auf ein neues. Die gehen wieder nicht. Okay, ein ganz neuer Raum. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Das lasse ich mal einfach so stehen. What have you done with him? Who was that? What have you done with him? Kids broke in today. It has been so long since I heard laughter. So very long. I took one of them. I couldn't help myself. It was fast and the other didn't notice. I liked hearing him laugh, this boy from the academy. I put him on a slab. I tickled him until he couldn't breathe. My machine came to life, whimming in time. So it's gasps and shrieks. I think he's delightful. The change thought... The change would me in by the machines and not yet complete. There must be the other children's I can lay on my slate. Okay, er hat also eine Maschine gebaut, um Kinder zu kitzeln, weil er so gerne Kinder lachen hörte. Und entführt dafür halt gerne mal Kinder. Aber das kann nicht alles sein. Ich meine, kranker Typ, aber... Es ist hier dunkel wie im Bärenarsch. Neues Buch. Eyes Without Sparkle. Augen ohne Tränen, oder was? Nee, ohne Leuchten. Noch ein Buch. Hänsel und Gretel. Was denn jetzt? Okay. Einmal Geheimtür bitte zum Mitnehmen. Hier geht's in Fattis dunklen Keller von dem kranken Arschloch. Callum. Callum! Callum.
Oh nein. Oh nein. Schwangerschaftstrauma überwunden, würde ich sagen. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Tja, da hatte ich wohl recht. Wir sind als, nur im Geiste da durchgelaufen, während wir verhört wurden, weil unser Sohn verschwunden ist und, haben, ein Trauma von der Geburt gehabt und von da an lief alles schief. Kann aber auch sein, dass wir uns das alles noch eingebildet haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel ist nicht lang. Geben wir es einfach mal zu, es ist nicht lang. Aber für einen Zehner kann man machen. Kann man sehr gut machen. Sehr gute Geschichte und ich habe mich teilweise so erschrocken, das habe ich noch nie gehabt. Und, was soll ich sagen, ne? In dem Sinne würde ich sagen, lasse ich hier einfach mal die Credits durchlaufen. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Ciao.